machen. Aber mal wieder kein Support da, was man mittlerweile nicht Ach, verstehen kann, dass da mal kein neuer Supporter rauskommt. Nikasau hat ja schon gesagt, Morgana ist eigentlich Supporter. Also können wir gespannt sein, was da noch Veränderungen kommen mit Morgana. Ich warte schon seit dem letzten Patch darauf, dass Morgana ein Full Supporter wird. Würde auch Sinn machen. Hat Fähigkeiten, die sich einem Supporter eignen. Zwei Stuns, ein Spell Shield. Beziehungsweise ein Snare, ein Stun. Den hier auch beim Management-Team in Spell Search mal benutzt. Sieht man ja auch nicht so häufig, wenn man ehrlich ist. Einzige gängige Effekt, den die meisten Leute wahrscheinlich nehmen, ist, dass man groß wird, aber ihr gibt auch Fähigkeitsstärke und Angriffsgeschwindigkeit. So, wir sehen es auch im Ladebildschirm und diesmal dürfen sich die Zuschauer auch die Skins anschauen. Ari gefällt mir. Muss ich sagen. Ja, das ist doch aber der Standard-Skin. Ja, aber da gefällt mir jeder, egal welcher. Aber mir gefällt dieser, wie heißt der, Midnight-Skin da? Dieses mit dem nächtlichen Himmel da auf Ja, dem stimmt. Dach. Ja. Den finde ich Stimmt, der ziemlich ist cool. auch. Bei diesem Game der Ken-Skin, der einfach knuffig. Der Frostige. Es sieht ein bisschen so aus, als hätte eine Unter auf dem Kopf, stelle ich mir immer vor. Den, ja, Graves hat dann, wie angesprochen, eben nicht mehr Exhausted, hat auch Heal genommen. Standard-Spell eigentlich für Graves Plane. Wobei man Graves natürlich auch top spielen kann. Könnte komplett austauschen, das. Alistar Mitte. Nasus. Ah, okay. Jungle, aber. Ken kann natürlich auch Botlane spielen, wird dann aber natürlich nicht. Warten wir jetzt noch auf die letzten Zenzien von X-Physik. So, Ah, da sind wir ja, schon wir sehen uns auch in-game. in-game. Wird erstmal Blue Buff gepickt vom Management. Vielleicht erleben wir jetzt Fiddlesticks auch macht eine sich auch schon Überraschung. Weg. Und in Wirklichkeit haben sie von Rio hier schon alle 30er und sind jetzt nur irgendwelche Smurf-Accounts. Ja. Nochmal richtig draufhauen. Wir sehen hier vom Team, die machen sich alle an der Top-Lane auf dem Weg. Wollen es entweder invaden oder an der Top-Lane ganken direkt. Wäre natürlich auch sehr lustig, wenn dann der arme Organa oder wer auch immer ein Top-Lane sein wird, da dann lang spaziert und dann kommen fünf Leute aus dem Busch. So, Community Machen sie jetzt auf kommt dem Weg Richtung zu Blue Buff. Vielleicht sehen wir auch mal einen Level 1 Fight. Verstecken sich hier den Tri-Brush der Top-Lane, natürlich sehr gemein. Alistar geht vor, schaut sich jetzt den ganzen Spaß an, kann die Leute im Busch natürlich noch nicht sehen, geht rein, Morgana misst den Snare, da kommt der Headbutt von Alistar. Alle gehen rein, Graves macht sein Q. Ken ist nicht mal dabei und gibt First Blood für das Community Team. Second Blood, Malthazar geht auch down. Bitte versucht sie wegzuflashen, wird hostet, da gehen nochmal alle drauf. Lee Sin sich hin und auch der dritte tot. Das war eindeutig, würde ich sagen. Alistar schreibt schon Ace. Und jetzt holt sich hier das Community den Blue Buff. Kann jetzt natürlich dann nichts mehr machen ohne Blue. Ist sein Jungle ein bisschen ruiniert. Macht dich jetzt auch wahrscheinlich auf gegnerischen Blue Buff. Braucht schon Ahri wartet. Ahri macht fragwürdig jetzt gerade, rennt den Blue Buff rum, den gegnerischen wohlgemerkt. Kommt alles da, wird jetzt, wenn Ahri jetzt runterläuft, wird er auf alles da treffen und könnte ihn wahrscheinlich töten. Momentan noch keiner auf der Lane. Weder vom Community-Team noch vom Management. Ja, weil hier im Chat auch geschrieben wurde, ich sollte den Orbito mal fragen, wie er gerade auf dem Stream liest, er hat geschlafen.
Venazus hat schon Blue Buff, das ist natürlich sehr fies mit seinem Q. Den würde er da schön hochfarmen können, ohne Mana-Probleme und dann im Late Game ziemlichen Schaden reinhauen, wenn er nicht getötet wird von der Double Top Lane. Sieht man auch nicht so häufig. Das scheint sich auch noch ein bisschen schlüssig über seine Position zu sein. Momentan haben wir keinen auf der Bot Lane. Morgana geht jetzt Bot Lane. Wird einige Creeps da. Illzig muss ich jetzt hier zurückgehen, wird von Alistar verfolgt, wird aber wahrscheinlich zu weit verfolgt. Da kommt der Snare von Morgana, trifft Alistar. Da kommt der Drain von Fiddle, aber nicht genug Schaden, um Alistar da zu klatschen. Ja, ich glaube, Alistar denkt sich da nur, was tut mich da kitzeln? Ja. Hielt sich einmal und rennt mal weg. Top Lane Harassed ist auch ganz schön. Da geht Fizz in den Tower, nimmt einen Hit und rennt wieder raus. Jetzt geht Nasus auf Fizz drauf. Muss ich aber ziehen. Nochmal ein schöner Snare auf Alice Botlane. Kann aber nicht zu viel Damage machen. Will auch nicht unterwegs. Ist auf der Botlane zu schafft, unterstützt Morgana. Wie ich schon angekündigt habe, Morgana verchampt. Ah, sehr schöner Snare auf Alistar. Wird auch gedrained, aber kann sich zurückziehen ohne große Probleme. Reicht einfach der Schaden. Und ich wollte gerade sagen, da muss Morgana aufpassen. Da geht's auch und down. Fiddle könnte jetzt auch gehen. Wenn er nicht aufpasst, ja, der flecht dich Grave rein und holt auch noch Fiddle. Zweite Tod auf der Botlane. Toplane musste auch schon recallen. Das ist jetzt schön. Kann sich da alleine sein Q. Und an der Botlane wird auch schon noch angegangen. Verliert jetzt erstmal ein Viertel des Lebens schon in den ersten 5 Minuten. Goldvorteil momentan. Ja, knapp kann man sagen auf Seiten des Community Teams. 4000 Gold innerhalb von 5 Minuten. Ja. 1000 Gold Unterschied. Wenn man sich die CS anguckt, da hat allein Blaine mehr CS als alle vom Management-Team zusammen. Botlane hinkt hinterher, muss man sagen. Hat sich jetzt aber auch recalled. Kann ich nur Items zu kaufen. Morgana und Malten da auch schon ganz schön. Wobei ich hier schon mal einen Wechsel gegeben hat, das ist auf der Botlane und Fiddlesticks ist jetzt top. So. Wahrscheinlich die klugere Wahl, dass Fizz dann auch gleich allein gelassen wird und Fiddle in den Jungle geht. Macht jetzt auf den Weg auf den Jungle, aber Fizz folgt ihm. Wollen sich wahrscheinlich da irgendwas im River abgreifen können oder wollen Mitte ganken. Er natürlich unvorbereitet ohne jegliche Wards. Das wird wahrscheinlich schon etwa auch schon geschrieben haben. Da kommt jetzt Fiddlestick für einen Gank. Mit Level 3. Ja, ist, aber erst Level 3 wahrscheinlich auch nicht den Schaden haben, um da wirklich was reißen zu können. Ja, wir sehen es, macht einen Balken, zieht er ab dem Ken und da haut Ken auch schon ab. Ich glaube, das war nicht mal ein Balken gewesen. Ja, das war 90% eines Balken. Top Lane geht jetzt nach zurück, was holt er sich? Möglicherweise einen Stein der Weisen, ja. Relativ Standard und Mercury ist natürlich oh, die muss kluge Spiele Wahl. Ja, das war's Viertel gewesen. Oh je. Aber Graves wird jetzt angegangen. Malthasar macht sich größer den Surge, aber es hilft ihm auch nichts. Da geht er down an Graves. Immer gerne, muss auch nicht dran glauben. Jetzt kommt Alice oben, kann sich da vielleicht nochmal rein headbutten. Aber Graves zieht sich zurück und kaum Möglichkeit. Morgana sieht ihn, trifft ein schönes Näher, aber im Endeffekt bringt das auch nichts, weil Alice sich einfach wieder hochheilt. Setzt ein Ward. Ganz sicher, was der da soll. Also Trybrush wäre der wahrscheinlich besser gewesen. Und jetzt auch Nasus von der Toplane an. Würde sich jetzt Morgana holen, die ich jetzt zurückcallen will, aber natürlich Nasus mit seinem Ultimate kann jeden am Tower diven. Wollte ich jetzt auch. In Alistar holt sich Morgana. Das sieht auch schon relativ eindeutig aus, wie das erste Game. Bot Tower wird jetzt down gemacht. Mit der gemeinsamen Hilfe von Top und Botlane. Wenig was Fiddle uns dagegen tun können. Fiddle auch erst Level 3. Ari muss man sagen mit dem CS-Count, Creep-Count im Management-Team.
Wieder erwarten der meisten. Ja, jetzt kommt auch Morgana für die Botlane, aber die haben einfach nicht den Char, den sie reißen müssten, um da einen Gegner zu kriegen. Selbst mit drei Leuten werden sie wahrscheinlich nicht schaffen. Alterseits gerade mal mit 5S, hat auch noch kein Ability Power Item. Gerade mal, ja, 6 Ability Power, macht also überhaupt gar keinen Schaden. Sehr enttäuscht von Party. Da kommt der Headbutt von Alistair, geht in, aber alleine kann er da auch nicht mehr machen als ein bisschen Schaden auf Fiddlesticks. Toplane hat jetzt Fist in Free Farm. Dark Gamer kann sich da noch ein paar CS holen, um sich dann vielleicht nochmal den zweiten Double Swing zu holen oder immerhin Schuhe. Wir sehen, Nasus macht sich jetzt auf in die Mitte und Ahri steht da. Noch zu weit weg vom Tower. Ja, da kommt Alistair rein, headbuttet, trifft aber nicht ganz. Jetzt geht die hin und Nasus rein. Da kommt der Wizard. Nasus macht den Ultimate, aber da ist Ahri zu weit weg, dank ihres Ultimates. Ja, und selbst der Tower kann nicht Lee Sin aus dem Spiel nehmen. Obwohl er da 3-4 Hits eingesteckt hat. Das stimmt. Sehr wenig Schaden genommen. Jetzt warten sie hier unten im und Ahri wird dahin laufen. Erstmal geht Fiddle dran und ja, da kommt der Wither. Der Slow. Jetzt Balthasar kommt von hinten. Kein Wither mehr für Nasus. Da kommt der schöne Snap und man gerne hält nochmal ab, aber der Damage ist einfach zu hoch. Kam der Ultimate von Graves und holt sich auch nochmal gerne. Balthasar noch nicht mal Level 6, also noch nicht mal in Tower Range halten. Vielleicht so einen Kill zu kriegen. Man muss sagen, das ist eine schöne Rate des Community Teams. Dark Gamer gerade mal mit 19S. Scheint da in der Geberlaune sein und auch seinen eigenen Creeps ein paar Creep Kills zu lassen, damit die sich schöne neue Rüstung kaufen können. Ist das jetzt eigentlich trotz allem nur eine Map? Weil irgendwie war doch was die Rede gewesen von wegen Best of Three. Oh, weiß ich nicht, aber. Sieht bisher ziemlich eindeutig aus. Ich weiß nicht, ob sich das Management da nochmal so einen Schmach antun will. Also ich bin definitiv dafür, dass es ein besseres Free gibt. Ja. Für die Zuschauer. Erst auf Gemeintun und der S-Team antreten lassen. Und sich dann frühzeitig rausholen. Kommt nochmal der Headbutt auf Morgana. Great. Teilt der ordentlich Damage mit seinem Auto-Hit aus, aber hat kein Mana mehr für sein Q oder Ultimate. Jetzt wieder die Double-Mithilfen. Management-Team scheint Taktik von denen zu sein. Ahri auch schon Level 7. Kann eigentlich gleich mal zurückporten und sich ein paar Items holen. Aber Gray steht einfach schon 5-0. Sehr viel Gold. Wird wahrscheinlich auch recht bald ein größeres Item. Wahrscheinlich ein BF-Sword, ja. Da geht auch schon zurück. Hat jetzt... Hat aber nur 800 Gold auf der hohen Konte. Hat schon ordentlich geshoppt, muss man sagen. Ja, wird jetzt erstmal seinen Deal vervollständigen. Natürlich eine Möglichkeit. Stick erstmal wieder down. Ja. Im Jungle. Nicht mal in seinem eigenen Jungle ist er. Wollte ich jetzt auch das Community-Team erstmal den Blue-Buff. Wollte ihn jetzt eigentlich nasen. Das ist doch unfair. Ja, nicht jetzt meckern, Dextro. Gibt dem Blue-Buff aber in alles natürlich möglich. Da gibt den Dive auf Fizz in der Lane, aber da muss nicht mal Nasus hinzukommen. Bisschen holt sich da allein den Fizz auf der Top-Lane. Wird auch der Tower heftig angegangen, wahrscheinlich fallen auf die Siphon Strikes von Nasus. Damit sind schon drei Tower des Managements gefallen. Werden auf der Seite vom Community-Team noch alle drei, beziehungsweise alle drei Outer Turrets stehen. Ahri war immer noch nicht ein... Hat sich jetzt immerhin schon 1100 Gold auf der hohen Kante. Kann sich also bald mal was leisten. Wir sehen aber kaum Magics auf Team Community. Das hat mich ein bisschen wundert. Da kommt Alistair in die Mitte, wird wahrscheinlich seine Combo probieren, um Ahri zu holen. Muss ich aber zurückziehen. Geist allein kann er dann viel reißen. Den Tower kann er noch nicht, trotz seines Ultimates, mit dem er weniger Damage nimmt, macht er einfach selber nicht genug Schaden, um Ahri da rauszuholen.
Und ja, wir sehen den ersten Dragon. Die Community holt sich da den Dragon, wollte ich auch gerade sagen.